Und damit hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Erklärungsnot. Meine Wenigkeit Saladin. Wir befinden uns im Spiel Sunken Land. Natürlich wieder mal immer noch zur Beta-Testphase. Also, und einige Leute von euch haben geschrieben, dass sie das auch nicht richtig verstehen mit diesem ganzen Waffenbau-Ding. Und es hat sich auch viel geändert mit den Blaupausen. Und wie gesagt, ich habe auch in den Kommentaren viel mit euch diskutiert. Danke nochmal dafür. Und habe auch einige Tipps gekriegt von den Leuten und habe die jetzt auch mal getestet und umgesetzt. Und deshalb kann ich euch jetzt noch mal ein kleines Video darüber bringen, was ohne euch nicht möglich gewesen wäre. Jeder Einzelne, der mir dann geschrieben hat, wie es denn funktioniert oder auch mit den Blaupausen und so weiter. Dem danke ich natürlich dafür, denn durch eure Kommentare konnte ich das noch mal, war es einfach leichter für mich, das jetzt rauszufinden und dann halt auch den Leuten zu zeigen natürlich. Ne? Ist immer sehr cool, wenn die Community da ein bisschen mitzieht. Finde ich mega gut. Genau. Fenster wieder zumachen, so. Ja, also worum geht es uns heute? Heute geht es um die Waffenwerkbank. Also für alle, die es nicht wissen, ihr müsst die als allererstes hier erstmal lernen an dieser Forschungsstation. Bin mir nicht mehr ganz sicher, auf welcher Stufe. Ich dachte, es wäre Stufe 3, bin mir aber nicht ganz sicher. Da ich es schon gelernt habe, kann ich es leider nicht mehr nachvollziehen. Was sie kostet, ist in etwa das, was sie kostet, wenn er sie dann baut. Na, das ist die fortgeschrittene Waffenwerkstatt. Vorher gab es die normale Waffenwerkstatt, jetzt die fortgeschrittene. Ihr braucht dann, um sie zu bauen, 20 Eisen, 20 Komponenten und 5 elektronische Teile. Ist schon mal gar nicht so ohne. Ich glaube, deshalb ist es auch Stufe 3. Weil bei Stufe 3 war es, glaube ich, das erste Mal, brauchst du die elektronischen Teile. Um es zu lernen, braucht ihr ein bisschen weniger dafür. Aber in etwa so in diesem Raum, das solltet ihr schon haben, um die zu bauen. So, das Problem an der Sache ist jetzt, wenn ihr die gebaut habt, ist das schön und gut. Aber ihr könnt sie nicht benutzen, wenn ihr denn nicht einen Generator, den ich hier so gut versteckt habe, dass man nicht mehr sieht. Hier unten ist er. Auch noch baut, den müsst ihr natürlich auch erst auf der Forschungsstation lernen. Oder im Bestfall habt ihr den als Blaupause gefunden. Kann passieren. Habe ich, glaube ich, gefunden, aber in einem Tresor. Kann ich also nicht sagen, wo es ist, denn das ist ja nicht immer gleich. Was ich aber gefunden habe, ist der große Generator. Da mache ich mal noch ein Video drüber, wo es den gibt. Oder wenn ich dann die Blaupause, also beziehungsweise die ganzen, ja, sind ja trotzdem auch Blaupausen. Wenn ich hier zusammenfasse, werde ich da nochmal ein Video machen. Den habe ich gefunden, den könnt ihr natürlich auch gleich bauen. Der ist effizienter, hält natürlich länger und so weiter. Kostet euch aber ein bisschen mehr, ne? Kostet eben Stahlbarren anstatt Eisenbarren. Kostet fortgeschrittene Teile und elektronische Teile. Kostet der auch, aber der kostet hier dann nur Komponenten. Komponenten findest du auf jeden Fall schneller als fortgeschrittene Teile. Im Laufe des Spiels natürlich beides kein Problem. Könnt ihr euch entscheiden, aber der kleine Generator wurde effizienter gemacht, in meinen Augen. Er hält jetzt länger, bin ich der Meinung. Also vorher musstest du wirklich sehr oft Sprit nachfüllen. Jetzt kommt er doch sehr lange damit hin. So, dann braucht er natürlich noch Gummi, um das zu verbinden mit einem Kabel. Und dann, wenn ihr das gemacht habt, dann schön Spritus rein. Den braucht er auch noch Benzin. Den könnt ihr euch selbst herstellen. Auch dafür müsst ihr erst das jeweilige Gerät bauen. Nämlich die Spritstation. Aber ich glaube, dass diese Baupläne, ich glaube, das musst du auch finden neuerdings. Den musst du auch finden jetzt, ne? Den kannst du auch nicht mehr lernen. Finde ich auch schade eigentlich. Aber gut, okay. Wenn es die Entwickler denn so wollen. Ja, genau, da habe ich auch als Bauplan gefunden. Biotreibstofflabor. Und das müsst ihr halt dann auch bauen. Es wird wieder abends, war so klar, wenn ich aufnehme. Es ist zum Heulen. Auch da wir oft im Menü sind, ist nicht ganz so schlimm. Sag ich mal. Hier ist er. Da kostet euch Eisenbahn 5 Stück, 15 Glas und 10 Gummi. Und da könnt ihr dann aus chemischen Substanzen Sprit herstellen. Wobei man den auch so in Fässer findet. Aber tatsächlich ist meine Spritkiste leer. Krass. Aber die findest du auch so. Und wenn ihr das alles erledigt habt und das Ding dann steht, dann könnt ihr endlich Waffen zusammenbauen. Aber jetzt ist es halt neu. Ganz am Anfang war es so vom Update, ihr konntet einfach Waffenteile finden. Komponenten von Waffen. Waffenteile ist ja extra. Waffenteile sind ja diese Kollegen hier. Die braucht ihr auf jeden Fall auch, aber die findet ihr in Masse. Also da ist kein Problem, würde ich behaupten. Aber so die Komponenten hier, Eisenlauf des Kalten Krieges oder Eisenlauf des Zweiten Weltkrieges, bla bla bla. Das sind halt so Komponenten für Waffen. Hier habe ich schon mal ein paar Komponenten reingetan für die Mauser. Wenn ihr das dann gefunden habt oder es euch hier herstellt, denn ihr könnt auch einfach kaputte Waffen recyceln. Wenn ihr jetzt eine kaputte Waffe findet oder eine kaputte Desert Eagle oder irgendwas, steckt ihr das hier rein und dann könnt ihr das recyceln und dann kriegt ihr auch Waffenteile dafür raus. Jetzt ist es aber so, dass euch das nicht mehr so viel nützt, denn ihr braucht die Blaupläne oder Blaupausen dafür. Wie ihr auch seht, das hat sich hier aufgestockt sozusagen und da können wir auch nachgucken, welche wir denn schon haben. Ne, die haben wir schon gefunden und die und so weiter und so weiter. Es ist jetzt so, dass es beim Händler einen 3D-Drucker gibt. Und an dem könnt ihr Blaupausen relativ günstig erwerben, indem ihr einfach dort Waffenteile reinsteckt und kriegt dafür eine Blaupause raus. Die sind aber relativ begrenzt. Das haben sie schon so gemacht. Also ihr kriegt das, ich weiß nicht, ob sich immer ändert. Das wurde auch geschrieben, dass die Leute das hoffen. Das kann sein, dass sich das täglich ändert irgendwie, dass ihr immer andere Waffenteile kriegt. Aber im Moment ist es so, ihr kriegt relativ billige Waffenteile.
könnt euch damit dann trotzdem erstmal eine Schusswaffe zusammenbauen, rein theoretisch. Aber die sind halt, es sind halt nicht die besten Teile da drin, auch klar, ne? Dann könnt ihr natürlich auf, und jetzt kommt's wieder, ich glaube, es war die Schreckensburg. Muss ich immer suchen. Seeschlangen-Außenposten war es nicht. Das ist wieder so ein Ding jetzt hier, ne? Nee, Seeschlangen-Außenposten war es definitiv nicht. Wüsste ich jetzt nicht. Jetzt haben sie die Karte ja so ein bisschen geändert. Ich bin nochmal hier lang gefahren, ich bin nochmal nach rechts gefahren, das weiß ich. Hier ist er genau, die Schreckensburg. Bei der Schreckensburg, das wurde ja auch in den Kommentaren geschrieben, auch danke dafür nochmal, kriegt, da gibt es halt so ein Automat. Ich nenne es einfach mal so. Sieht irgendwie future-mäßig aus. Ich finde, dass der optisch absolut nicht so richtig in das Spiel passt, weil der einfach zu, ja, future-mäßig aussieht. Aber trotzdem ein cooles Ding. Und da könnt ihr dann Waffenteile reinstecken, wenn ihr davon viele gefunden habt, was jetzt natürlich trotzdem schwierig ist, an der Blaupausen, und könnt dann daraus neue Waffenteile generieren. Ihr müsst immer einen Wert von 200 erreichen, umso günstiger die Waffenteile, umso schlechter der Wert. Also wenn ihr auf 200 kommt, sagt euch die Maschine, wenn ihr 200 Punkte voll habt, könnt ihr ein neues Waffenteil kreieren. So, das heißt, ihr müsst so viele Waffenteile reinstecken, Waffenteile meine ich jetzt die, bis ihr diesen Wert voll habt, und dann könnt ihr eben euch, wenn ihr Glück habt, das beste Magazin der Desert Eagle holen. Hochleistungsmagazin. Wurde mir schon gesagt, das ist nicht das Beste, aber es ist jetzt wertemäßig das Beste, weil es den meisten Schaden macht, der 700 Schaden, also One-Shot-Waffe wäre es dann. Das könnt ihr halt machen, und wenn ihr aber günstige Teile dort reinsteckt, eben keine veredelten oder, ich weiß gar nicht, wie heißen, legierten oder so, moderne sind ja nicht schlecht, sag ich mal, Kurzlaufpistole. Ich glaube, ich habe gar keine ganz schlechten mehr. Eisenlauf ist, glaube ich, schlecht. Wenn ihr Eisenläufe reintut, zum Beispiel, obwohl, ne, es hat, glaube ich, damit nichts zu tun. Ich glaube, ich habe keine. Ich habe, glaube ich, keine ganz billigen mehr. Vielleicht im Boot noch. Dann sackt der Wert natürlich nach unten. Dann kriegt ihr halt pro Waffenteil, sage ich jetzt mal, 10 oder 15 Punkte nur. Müsst natürlich dementsprechend viele Waffenteile reinstecken, bis ihr ein neues kreieren könnt. Und umso hochwertigere Teile ihr nehmt, genau, Schrottmetall, das waren die günstigen Teile. Und umso hochwertiger Teile ihr reinsteckt, umso eher die Wahrscheinlichkeit, dass ihr auch was Besseres rauskriegt. Und natürlich auch, umso schneller ist diese Leiste voll von 200 Punkten. Ne? Das muss man ein bisschen beachten. Das ist auf der Schreckensburg oben, auf der, ihr müsst eigentlich nur an der Seite diese Treppe hochgehen, dann habt ihr dort ein Haus, so ein bisschen rechts gibt es auch ein Video drüber, könnt ihr euch angucken, und da habt ihr diese Apparatschaft drin, womit ihr das machen könnt. So, jetzt kommen wir auch zum Waffenbauen. Wenn ihr jetzt die Blaupausen gefunden habt, müsst ihr dann immer noch die Teile dazu finden. Das heißt, nur weil ihr die Blaupause gefunden und freigeschaltet habt, heißt das nicht, dass ihr automatisch auch das Waffenteil habt. Das müsst ihr dann extra noch finden. Haben wir also die Blaupause für den Eisenlauf des Kalten Krieges gefunden, haben aber dieses Teil nicht, was jeder, da die Beta bis jetzt gespielt hat, haben durfte. Alle, die jetzt neu anfangen, für die wird es schon schwieriger. Musst du erst so lange Waffen zerstören oder suchen, bis du dann dieses Teil gefunden hast. Aber es gibt einen Trick, denn wenn ihr, wie ich, in der Beta schon unglaublich viele Teile gesammelt habt, und das haben ja einige von uns, dann könnt ihr die einfach in euer Menü ziehen, geht hier auf den Schraubstock, und dann gehen wir jetzt hier auf die Mauer so, und dann steht da hier oben, wenn wir das jetzt anklicken würden, steht hier 0. Genau, unlocked yet, bla bla bla. Dann steht das, was es kostet und was es halt ist. So, und dann steht hier no no. Wenn wir aber hier hinter gehen, weil das Teil habe ich im Menü, steht hier mal 3. Auch das wurde geschrieben, danke dafür. Und dann steht hier auch eigentlich, dass es nicht geht. Wenn wir aber jetzt auf no drücken, heißt sicherlich nicht, also verstehe nicht, warum no no, warum nicht yes no, aber ist egal. Drücken wir das. Drücken das. Drücken immer die Teile, seht ihr ja. Wenn ihr müsst, dann natürlich haben. Ne? Ihr müsst es im Menü haben. Sieht übrigens sehr, sehr cool aus, die Optik. Und dann haben wir das günstigste Magazin. Und zack, bumm, da können wir es so machen. So, wenn wir sie jetzt zusammenbauen drücken, haben wir sie gebaut. So. Interessant an dieser Sache ist, ich kann es, glaube ich, nicht nochmal machen. Weil ich habe die ja nicht nochmal. Nee. Das kann ich nochmal reinbauen. Ich wollte euch jetzt nochmal was zeigen, was ich auch wahrscheinlich nicht nochmal zeigen kann. Aber ich versuche es nochmal, warte mal. Das haben wir ja noch dreifach, genau. Das können wir jetzt natürlich nicht bauen. Warum willst du das denn nicht aus? Hä? Das Magazin ist dran. Das hier ist nicht dran. Achso, weil ich die Teile nicht mehr einstecken habe, wahrscheinlich. Ah ja, okay. Das ist halt jetzt neu. Wenn er jetzt hier drauf drückt, dann seht ihr, was er dafür braucht. Na, Eisen und zwei fortgeschrittene Teile. Ne, ist auch ein bisschen komisch, finde ich jetzt gerade.
Achso, das kann ich nicht draufbauen, weil ich das Gehäuse nicht habe. Okay, ja, alles klar. Genau, worauf ich hinaus will, ist, was ein bisschen komisch ist, früher war es, oder am Anfang des Updates war es so, wenn ihr jetzt das Teil ausgewählt habt, ja zack, dann wurde hier unten eine Leiste, sag ich jetzt mal, freigegeben oder sichtbar gemacht, wo ihr dann gesehen habt, was die ganze Waffe im Endeffekt nochmal kostet. Deshalb sage ich ganz ehrlich, meine Meinung ist, natürlich wollen die Entwickler damit, dass das Spiel ein bisschen zurückgenommen wird, dass du eben nicht mal so schnell Erfolg hast, nicht mal so schnell Erfolg in Form von Waffen bauen. Weil ihr habt ja gerade, oder wenn ihr die Folge anguckt mit der Radiosender, interessiert das ganz gut. Mit der AK-47 renne ich dort durch, als gäbe es keinen Morgen. Ne? Und das sind zwar billige Gegner, aber trotzdem, die ist halt schon sehr stark. Und wenn ihr solche starken Waffen habt, ja, dann ist es halt kein Problem mehr, die ganze Karte innerhalb von vielleicht 2 Stunden auszurotten. Gebe ich den Leuten auch völlig recht. Das muss ein bisschen zurückgenommen werden, das ist ganz klar. Mir wäre es lieber, wenn du mehr Interaktion mit den NPCs hättest, beziehungsweise, dass da andere Möglichkeiten gäbe. Aber gut, okay, kann ich natürlich nachvollziehen. Und deshalb wollten sie es ein bisschen länger gestalten. So musst du eben erst die blaue Pause finden, dann noch die Teile dazu und so weiter. Macht an sich Sinn. Bis jetzt ist es so, und ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, weil die haben ja auch geschrieben, es ist noch sehr experimentell. Wenn die Blaupausen essentiell wichtig sind dafür, um Waffen zu bauen, weil ihr erst die Teile mit Blaupausen quasi finden müsst, oder beziehungsweise euch freischalten müsst, um sie dann letztendlich einzusetzen, macht das jetzt hier aber keinen Sinn. Denn selbst wenn ihr einen neuen Spielstand anfangt und kaputte Waffen findet und zerschrottet die, kriegt ihr da ja Waffenteile raus. Wie gesagt, ich sage auch dazu Waffenteile, ne? Zum Beispiel ein Magazin. Wenn ihr das dann aber nicht als Blaupause gefunden habt, könnt ihr auf die Blaupause ja ganz getrost verzichten, weil ihr es ja offensichtlich ohne Blaupause genauso bauen könnt. Ob das jetzt... Was stand da jetzt? Weiß ich nicht. Ob das jetzt einen Einfluss hat auf die Kosten, weiß ich nicht. Was aber interessant ist, eben wie gesagt, vorher kam hier eine ganze Leiste mit den Teilen, die ihr gebraucht habt. Also selbst wenn ihr alle Waffenteile reingezogen habt, kam hier unten nochmal eine Leiste, was ihr braucht. Zum Beispiel 20 Metall, ich übertreibe es jetzt, ne? 10 Kupfer, 500 Holz, 10.000, was weiß ich. So. Und das musstet ihr dann ja, selbst wenn ihr die Teile hattet, auch extra noch haben, um die Waffe überhaupt erstmal zu bauen. Und ich fand schon, dass das schon sehr teuer ist und mir in meinen Augen gereicht hätte. Ich hätte die Blaupausen dazu nicht gebraucht. Und wie gesagt, wenn die Blaupausen doch so essentiell wichtig wären, warum kann ich die Teile dann jetzt trotzdem verbauen, wenn ich sie im Menü habe? Was natürlich für alle Spieler, die die Beta bis jetzt spielen, die werden froh drüber sein, weil das wäre echt scheiße, wenn du die alle gesammelt hättest und dann wäre es nichts mehr wert. So haben wir es ja gedacht. Ist es aber offensichtlich nicht. Und jetzt ist es eigentlich noch besser und günstiger geworden, denn jetzt kannst du die Waffenteile reinziehen, drückst hier Yes, ne, akzeptierst die Waffe und ziehst alle Waffenteile rein. Und ihr seht ja, ich habe nur die Mauser gebaut und ich hatte keine Ressourcen im Menü. Ihr habt es ja gesehen. Ich habe nur die Grundteile gehabt von der Mauser und ansonsten keine Zusatzteile. Das heißt, ich habe mir die Waffe jetzt, wenn du so willst, relativ kostenlos gebaut. Also das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Ich glaube, das ist ein Fehler. Das soll, glaube ich, so nicht sein. Ich glaube, da könnte ich mir gut vorstellen, dass sie daran gerade arbeiten. Wie gesagt, es ist experimentell. Und es kann sein, also ich glaube nicht, dass es so gewollt ist. Weil das ergibt jetzt keinen Sinn. Also du wirst gezwungen, vom Spiel Blaupausen zu finden, um Teile überhaupt einsetzen zu können. Kannst aber im Umkehrschluss die Teile trotzdem einsetzen, auch ohne Blaupause. Und dann noch, in Klammern, kostenlos bauen. Vorher hattest du die Blaupausen nicht, musstest die Teile finden, musstest dann aber noch eine ganze Stange an Ressourcen opfern, um eine Waffe zu bauen. Und da hast du dir schon ganz genau überlegt, okay, nehme ich jetzt die Desert Eagle oder baue ich mir erstmal eine günstigere? Das fand ich jetzt zeittechnisch besser als das, was sie jetzt gemacht haben. Aber okay. Was ich euch aber zeigen will, ist, wie man es baut. Das habt ihr jetzt gesehen. Also ihr könnt entweder die Blaupause finden und dann die dazugehörigen Teile. Und falls sich jetzt jemand fragt, nein, ich hatte die Blaupause nicht für diese Teile. Ich habe es euch ja gezeigt, welche Blaupausen ich hatte. Es waren noch relativ wenig, weil ich sie beim Händler auch nicht erworben habe, weil ich da erstmal abwarten wollte. Aber ihr könnt jetzt, wenn ihr Waffenteile findet oder kaputte Waffen, dann steckt ihr die hier rein, dann recycelt ihr die, holt euch die Waffenteile raus, solange bis ihr eine Waffe zusammenbauen könnt. Das müsst ihr euch natürlich hier angucken, zum Beispiel bei Desert Eagle seht ihr ja, welche Teile für die Desert Eagle gebraucht werden. Ihr klickt halt hier Rechtstaste einmal drauf, einmal wird der Schaden angezeigt, Entschuldigung, den es besser macht, hier eben plus 11, eben auch plus 11, aber minus 2,45 Rückstoß zum Beispiel noch und so weiter. Und dann steht auch dort, wie das heißt, ne? Kalibrierter Lauf, moderne Pistole und so weiter. Da steht dann immer hier bei jeder Waffe, steht das da, wie das Teil heißt, was er dafür braucht, wenn er hier draufklickt. Und steht auch da, was das für Werte hat. So. Und da könnt ihr halt dann, ich wollte gerade mal gucken. Oh, okay. Krass. Und da könnt ihr halt dann die Waffen zusammenbauen oder wenn ihr es eben dann schon habt, könnt ihr es einfach reinziehen. Also lasst euch nicht irritieren, ihr braucht nicht zwangshaft die Blaupausen, ne? Ihr könnt einfach draufklicken,
geht dann hier auf das Weiße und dann wird es automatisch akzeptiert und dann könnt ihr sogar relativ kostengünstig die Waffe bauen. Ich glaube, dass sie das mit dem nächsten Update ändern, weil wie gesagt, ich denke nicht, dass das so gewollt ist. Ich glaube, das ist ein Fehler, der sich eingeschlichen hat beim Programmieren. Aber okay, trotzdem muss ich es euch jetzt erstmal so zeigen, wie es geht. Sollte sich was ändern oder ein neues Update kommen und sie das wieder anders gemacht haben, dann mache ich da natürlich nochmal ein extra Video. Denke ich aber auch, werden euch die Leute darüber informieren, die sie auch selbst spielen. Interessant ist jetzt hier, ihr habt hier das normale Magazin drin, ne? Was nichts bringt, ganz klar, also jetzt schadensmäßig. Dann haben wir das Magazin, das war ja nur die Magazingröße, da hast du natürlich gleich mal 30 Schuss, das hat da eine Kollege geschrieben und das finde ich auch ein cooles Magazin. Und das Hochleistungsmagazin geht gar nicht mehr anzuklicken. So, interessant wird es jetzt, wenn ich es ins Inventar nehme, ob es dann geht. Okay, dann geht's noch, krass. Okay, also das Hochleistungsmagazin zum Beispiel musst du tatsächlich erstmal gehabt haben. Verstehe ich jetzt auch nicht, weil das Trommelmagazin für die Pistole habe ich leider noch nie gefunden. Und das ist halt auch so ein Ding, benötigte Materialien. Was heißt das? Für mich würde das heißen, dass ich das brauche, um das Ort entweder zu installieren oder es herzustellen. Wenn ich jetzt aber... Ich brauche Kupfer, ich brauche Eisen. Wir probieren das jetzt mal, Leute. Kupfer, Eisen, was habe ich noch? Komponenten, ne? Ah ja, komm ich nicht vorbei. Bin zu dick. Das probieren wir jetzt nochmal schnell. Kommt, Leute. Alter, ich komme mit meinen Kisten schon nicht klar hier. So. Bisschen was haben wir ja noch. So, wenn wir jetzt hier nochmal drauf gehen. Trommelmagazin. Ah ja, klar. Natürlich fehlen die Waffenteile. Natürlich. So, wenn ich jetzt auf Trommelmagazin gehe, seht ihr hier, ich habe alle Teile, die ich brauche. Kann es aber nicht bauen. Also, das müsst ihr erstmal ignorieren. Wie gesagt, es ist experimentell. Ich sage es zum, glaube ich, 10. Mal. Aber ich muss es immer wieder betonen. Es kann sein, dass das sein soll, aber noch nicht funktioniert. Es kann jetzt auch sein, dass ihr nur das bauen könnt, was ihr mit... Wenn wir jetzt zum Beispiel... No Translation Found ist auch geil, dass da nichts angezeigt wird. Ich muss mal gucken, wo ich diesen verrosteten Lauf finde. Ob es bei einer Schusswaffe... Ja, hier. So, den haben wir jetzt nicht im Menü. Brauchen wir Stahlschrott und Klebeband. Das nehmen wir uns natürlich mal raus, schnell. Zack, und Stahlschrott noch. Hier mit mir, Kollege. So, auf geht's. So, da habe ich jetzt die Blaupause gefunden und jetzt wäre es interessant. Okay, alles klar, das erklärt's. Ja, muss man auch manchmal probieren, ne? Okay, also wenn ihr die Blaupause gefunden habt, könnt ihr mit den Materialien den Gegenstand herstellen und müsst ihn nicht erst finden. Alles klar, okay, das macht jetzt natürlich Sinn. Das finde ich sogar eine ziemlich coole Sache. Tut mir leid, dass ich es jetzt erst mitgekriegt habe. Aber es ist ja nicht so schlimm. Deshalb mach mal das Video, ne? Um auch selbst noch ein bisschen was rauszufinden. Es ist schon sehr, sehr kompliziert. Also, das muss ich echt sagen. Wenn man da jetzt nicht Plan hat davon, sage ich mal, ne? Es ändert nichts an den Aussagen, die ich vorher getroffen habe. Es ändert einfach nur die Aussage, dass wenn ihr die Blaupause für das jeweilige Teil gefunden habt, dann müsst ihr es nicht mehr extra noch finden, sondern könnt es dann anhand der Komponenten herstellen. Okay, trotzdem finde ich das Quatsch. Tut mir leid, aber ist meine Meinung. Also für, gut, okay, man muss jetzt dazu sagen, dass wir Spieler, die Beta jetzt die ganze Zeit schon gespielt haben, eben so viele Waffenteile haben, dass die Blaupause für uns einfach überflüssig sind. Für alle Anfänger mag das sein, dass wenn du eine Blaupause gefunden hast, freust du dich wie ein Schnitzel, weil du ein geiles Magazin hast oder was weiß ich und kannst das dann anhand dieser Teile herstellen, ne? Das macht schon an sich Sinn. Aber, ja, ich, gut. Also wenn ihr eine Blaupause gefunden habt, könnt ihr das anhand dieses Materials herstellen. Trotzdem finde ich es krass, dass du dann die Waffe an sich trotzdem kostenlos herstellen kannst. Das ist schon sehr interessant. Ja, das war auf jeden Fall das kleine Waffenbau-Tutorial. So könnt ihr euch eine schöne Waffe zusammenbauen, je nachdem, ob ihr die Teile, die Blaupausen habt oder auch die Materialien dazu. Nichtsdestotrotz ist es etwas umfangreicher, als es ganz, ganz, ganz am Anfang war. Finde ich jetzt auch nicht schlecht, aber trotzdem bleibe ich dabei. Ich hoffe, dass sie das mit den Blaupausen noch ein bisschen überarbeiten. Trotzdem ist es eine schöne Zusatzsache, ne? Dass du mit den Blaupausen jetzt die Teile bauen kannst. Verstehe, wie gesagt, bloß nicht, warum dann die Waffe an sich kostenlos ist. Ich finde, wenn man dann nochmal Materialien investieren würde, auch wenn mich dafür diese Aussage jetzt viele hassen, wäre es für mich logischer vom finanziellen, also vom spielstreckenden Punkt her, ne? Weil es würde einfach alles nochmal ein bisschen länger dauern. Na gut, okay. Egal, das war auf jeden Fall mein kleines Tutorial. Sollte ich wieder was vergessen haben, meine lieben Freunde, dann baue ich natürlich wieder auf eure Hilfe. Auch gern Ergänzungen oder wenn ihr noch Anregungen habt. Und ich hoffe, dass euch das Video helfen konnte und dass ihr es halbwegs verstanden habt. Ich danke euch fürs Zusehen, sag bis zum nächsten Video und tschö mit euch.